Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Sonne tanken. Eine Familie in Tettnang lebt nahezu autark. Sie speichert einfach die Sonnenenergie in einem Akku und ist damit unabhängig von den großen Energieversorgern. Und Look and Feel. Warum die Küchenarbeitsplatte nicht nur optisch zur Einrichtung passen sollte, sondern sich auch gut anfühlen muss, erfahren Sie bei uns. Spätestens seit Tesla ganz erfolgreich seine Elektroautos auf den Markt gebracht hat, vertrauen immer mehr Menschen der Akkutechnologie. Auch zu Hause ist es seit längerem ein Traum, den selbst erzeugten Strom zu speichern und sozusagen das Haus aus dem Akku zu versorgen. Wir haben einen Architekten besucht, der das heute schon macht und sein Haus fast komplett autark versorgt. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Können Sie sich vorstellen, Ihr Haus mit Kaffeesäcken zu dämmen? Das klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, doch es ist ein ganz neuer Trend. Die sogenannte Thermojute besteht zu 75% und mit Soda als Brandschutz ausgerüstetem Jutematerial. Das Grundmaterial, also die gebrauchten Kaffeesäcke, die eigentlich niemand mehr braucht, werden upgecycelt, das heißt aufgewertet. Das macht Thermojute nicht nur nachhaltig, sondern auch besonders günstig. Ob an Innen- oder Außenwänden, ob als Zwischen- oder Untersparrendämmung, ob für Holzbalkendecken oder Metallständerwände. Der neue Trend beim Dämmen heißt Thermojute. Natürlich ökologisch und nachhaltig produziert, wird der Dämmstoff bei Bauherren immer beliebter. Thermojute ist ein Recycling-Dämmstoff, wird gewonnen aus alten, verbrauchten Säcken, aus Jutesäcken. Und diese Jutesäcken, die kommen eigentlich aus der Anlandung von Kakaonüssen, von Kaffeebohnen. Und dieser Sack, der wird recycelt. Genauer gesagt, abgecycelt. Ein bereits bestehendes Produkt wird verarbeitet und zu einem neuen aufgewertet. Bislang wurden Jutesäcke verbrannt oder deponiert. Seit etwa einem Jahr wird aus ihnen ein Dämmstoff mit kurzen Transportwegen gefertigt. Das Material lässt sich leicht schneiden und einpassen. Und Schutzkleidung oder ein Mundschutz wird nicht benötigt. Der Dämmstoff ist zum Verarbeiter wesentlich angenehmer wie Mineralwolle. Kratzt und beißt. Und was auch für den Dämmstoff spricht, er ist aus Naturfaser hergestellt. Alle Dämmstoffe müssen genormt sein und den Brandschutz mitliefern. Bei Thermojute wird der Brandschutz mit Soda erzielt, also ebenfalls ökologisch. Schon länger bekannt sind Dämmmaterialien mit einem Juteanteil zwischen 30% und 70%. Thermojute besitzt rund 95%, was einen hohen Dämmwert bringt. Die geringe Leitfähigkeit des Materials ist natürlich unglaublich interessant an diesem Dämmstoff. Das Weitere ist natürlich der Dämmstoff als schalldämmendes Material. Man sieht es hier ja sehr gut verbaut in Innenwänden. Wir haben eine hohe Faserstruktur. Somit wird auch eben der Lärm, der Schall extrem gut absorbiert. Neben der Faserstruktur liegt das vor allem an dem hohen Gewicht der Thermojute. Sie wiegt fast doppelt so viel wie herkömmlicher Mineralwolle-Dämmstoff. Im Vergleich zu anderen ökologischen Dämmstoffen ist Thermojute auch wegen der geringeren Herstellungskosten günstiger. Zwischen 70 und 80 Euro kostet ein Kubikmeter. Eine Investition in die Gesundheit. Wir wollen eigentlich gesund leben. Zum gesund Leben gehört natürlich auch unsere Gebäudehülle. Und die Gebäudehülle soll uns also über den Tag und über die Nacht retten. Und das macht natürlich Sinn, dass wir dort wohngesunde Baustoffe verbauen. Und das ist mit Naturprodukten am besten machbar. Jute ist als Dämmmaterial resistent gegen Schimmel und auch für Insekten oder Nager uninteressant. Lediglich kann Kaffee im Vergleich zu Kakao unter Umständen einen stärkeren Geruch in den Fasern hinterlassen. Schon interessant, was man aus alten Kaffeesäcken so alles machen kann. Liebe Zuschauer, kennen Sie das auch? Sie liegen zu Hause im Bett oder haben sich vielleicht gerade hingelegt und auf einmal macht es Zzzz.
Es ist die kleine Stechmücke, die sie einfach um den verdienten Schlaf bringen will. Was kann man jetzt machen? Im Notfall hilft die Fliegenklatsche, im Voraus helfen die richtigen Fliegengitter. Und wenn die noch mit einem Sonnenschutz versehen sind, kann der Sommer einfach nur kommen. Jetzt im Sommer haben sie wieder ihren Einsatz. Markisen, Jalousien und Rollläden spenden bei starker Sonneneinstrahlung und großer Hitze Schatten. Zudem sorgen sie für eine angenehme Kühle im Haus und verhindern ein Aufheizen der dahinterliegenden Räume. Auch die Möbel bleichen dank Markise und Co. weniger aus. Wichtig ist, die Unterschiede zu kennen. Der große Unterschied ist einmal den innenliegenden Sonnenschutz und den außenliegenden Sonnenschutz. Und ich denke, da gibt es gravierende Unterschiede. Einmal mit Hülse und einmal ohne Hülse im außenliegenden. Und im innenliegenden gibt es einen großen Unterschied einmal am Fenster, direkt am Fenster oder im Raum als Dekoration. Fenster gibt es in den unterschiedlichsten Größen und Formen. Der Sonnenschutz wird dem Rahmen heute exakt angepasst. Die aktuellen Materialien verleihen ihm zudem eine lange Haltbarkeit. Der Stoff bleicht nicht mehr aus, spezielle Imprägnierungen schützen das Material gegen Schmutz und Flecken. Sogar schimmelresistente Stoffe gibt es auf dem Markt. Somit müssen Markisen oder Rollläden heute nicht mehr nach ein paar Jahren ausgetauscht werden. Die neuen Markisenstoffe, Acrylstoffe sind heutzutage auf dem neuesten Stand, wo es gibt. Die sind wasserdicht und sind sogar imprägniert. Das heißt, die sind langlebig, bis zu 20 Jahre hat man da gar keine Probleme. Neben Design und Material wird auch die Technik immer moderner. Gerade der außenliegende Sonnenschutz kann durch Wind und Wetter beschädigt werden. Auch wenn Markisen heute Windstärken von 6 bis 8 aushalten, kann die Befestigung einer solchen Witterung meist nicht standhalten. Hochwertige Markisen überstehen Stürme unbeschadet dank moderner Sensortechnik. Es gibt verschiedene Sensoren. Es gibt einen Wind- und Regensensor. Das heißt, wenn jetzt Windstärke 2 zum Beispiel auftritt, fährt die Markise automatisch rein. Es gibt dann noch Sonnensensoren, das heißt, wenn jetzt eine bestimmte Sonnengrad erreicht wurde, fährt die Markise automatisch raus. Wenn die Sonne wieder weg ist, fährt die Markise automatisch wieder rein. Nicht automatisch, dafür aber ebenso notwendig wie ein guter Sonnenschutz sind Insektenschutzsysteme. Diese lassen sich problemlos an Türen und Fenstern anbringen. Gerade bei so ganz normalen Balkontüren sind zum Beispiel die Pendeltüre ganz geschickt. Weil man da einfach vom Handling her ist besser. Und bei der Schiebetüre ist zum Beispiel, wenn man Schiebetür hat, ist ganz geschickt, wenn man einfach Schiebetüre hat, wenn man sie auf Seite schieben kann. Für Allergiker gibt es die Gitter übrigens auch als Pollenschutz. Dabei sind die Maschen noch enger gewebt. Wer den Sommer und die Sonne also genießen will, sollte auf den richtigen Schutz nicht verzichten. Wir alle kennen die Technologie, die in unseren Smartphones steckt. Mit der gleichen Akkutechnologie, nur ein bisschen größer, betreibt eine Familie in Tettnang ihr Haus. Sven Jachmann und Michael Schultes haben die Architektenfamilie besucht, die nahezu autark lebt. Wie autark? Das zeigen wir Ihnen nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Sie versorgen Laptops, Smartphones und auch Digitalkameras mit Strom und treiben heute E-Bikes und Autos an. Die Rede ist von Lithium-Ionen-Akkus. Sie sind schnell aufladbar, gelten als ungefährlich und langlebig. Unser Bauen und Wohnen-Reporter Sven Jachmann ist losgezogen, wollte wissen, wie autark ich heute mit dieser Technologie ein Haus versorgen kann. Wenn man so eine Anlage im Haus hat, entwickelt sich auch so ein bisschen, ich sage mal, ein kleiner sportlicher Ehrgeiz, um die Sachen vielleicht noch effizienter zu machen, noch effizienter zu nutzen. Uns macht es irgendwie auch Spaß, mit dieser Eigenstromanlage zu leben. Ich finde es richtig cool. Wenn die Sonne vom Himmel lacht, haben auch Andreas Schumacher und seine Familie gut Lachen. Dann tankt die Photovoltaikanlage auf ihrem Dach Energie. Schon bei der Planung des Hauses vor 3 Jahren stand für die Schumachers fest, sie wollen möglichst autark leben. Und deshalb muss eine Solaranlage auf das Dach.
Wir können mit der Anlage an einem schönen Sommertag, so wie heute, doppelt so viel Energie produzieren, wie wir verbrauchen. Wir verbrauchen im Schnitt übers Jahr gesehen 25 Kilowattstunden am Tag. Für das gesamte Haus bedeutet es 8500 Kilowattstunden im Jahr. Und die Anlage bringt an einem guten Tag 80 Kilowattstunden ins Haus hinein. Der überschüssige Strom wandert dann in einen 800 Liter großen Wärmespeicher und heizt das Wasser auf. Bei der Entwicklung des Hauses legte das Paar auch Wert auf eine gewisse Ästhetik. Und dazu gehörte auch die richtige Platzierung der Solaranlage. Eine wichtige Voraussetzung war für uns, dass man diese Anlage, wenn man das Haus von unten her sieht, dass die Anlage nicht in Erscheinung tritt, sondern dass die hinter der Attika von diesem, sagen wir mal, zeitgemäßen Haus ohne Dach hinter der Attika verschwindet und einfach optisch nicht in Erscheinung tritt. Um Richtung Autarkie einen weiteren Schritt zu gehen, suchte der Architekt nach einer Möglichkeit, den Strom auch zu speichern und damit für bewölkte Tage vorzusorgen. Dafür ist seit Oktober letzten Jahres diese Batterie zuständig. Sie hängt in der Garage des Hauses und ist nicht viel größer als ein Hängeschrank in der Küche. Das Schöne ist, dass dieses Gerät sehr kompakt ist. Man kann es eigentlich überall verbauen, hier bei uns in der Garage. Man sollte es verbauen in einem Raum, der im Winter nicht zu kalt wird. Drum ist der Raum ja auch gedämmt, damit der Akku seine maximale Leistung auch wirklich entfalten kann. Nach 3 Stunden ist der Akku voll aufgeladen. Er würde bis zu 6 Stunden halten. Die Familie könnte dabei Geschirrspüler und Waschmaschine laufen lassen. Akkubetrieb ist heute aber nicht nötig. Die Sonne scheint, die Energie fließt. So ist es auch auf dem iPad zu sehen. Hier kann die Familie genau analysieren, wie viel Energie sie verbraucht. Man achtet auch ein bisschen mehr drauf, was man für Geräte hat. Unsere Waschmaschine ist vor einem halben Jahr kaputt gegangen. Jetzt gibt es eine neue und die braucht plötzlich nur noch die Hälfte der Energie. Das kann man hier grafisch auch sehr schön ablesen. Man kann manche Geräte auch so steuern, dass die nur dann funktionieren, wenn auch Eigenstrom zur Verfügung steht, sodass man gar keinen fremden Strom mehr für die Benutzung der Geräte in Anspruch nehmen muss. Und das System reagiert sofort, wenn es zum Beispiel in der Küche ans Kochen geht. Also wenn ich zum Beispiel den Ofen hier anschalte, dann verändert sich auf unserem Display die Darstellung und wir brauchen plötzlich 3000 Watt mehr Strom. Und so passiert es mit jedem Gerät, das wir im Haus an- oder ausschalten. Wir sehen hier ganz genau, was momentan mit unserem eigenproduzierten Strom passiert und welches Gerät wie viel Energie verbraucht. Jeden Tag können Sie digital ablesen, wie autark Sie in Ihrem neuen Haus in Tettnang leben. An Tagen wie diesen, wenn die Sonne unendlich scheint, glänzt die hauseigene Energiebilanz mit positiven Zahlen. Und das freut nicht nur den Familienvater. Ich find's richtig cool. Das ist ja cool. Also, Energiespeichern ist cool, meint der junge Mann. Und unser Experte heute im Studio ist Markus Michelberger von der Schulz Group. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo. Herr Michelberger, also, cool ist Energiespeicherung. Das haben wir gerade erfahren. Es sieht ja auch wirklich gut aus. Wie weit ist der Markt eigentlich und wie groß ist die Nachfrage nach Speichermöglichkeiten? Also der Markt steht momentan meiner noch am Anfang. Es ist eine gewisse Dynamik zu verspüren momentan aufgrund der aktuellen Fördersituation und dadurch, dass im Bereich der KfW-Förderung im Hausbau der Energiespeicher als Instrument dazugerechnet werden kann zur Förderung. Und da merkt man momentan eine stärkere Belebung. Ja. Wie hoch ist eigentlich die Förderung für so ein Speichersystem? Es richtet sich nach, ob es ein Neubau ist. Bei einem Neubau sind es ungefähr 300 Euro die Kilowattstunde, ist aber begrenzt und gekoppelt insgesamt ein sehr komplexes Berechnungssystem, ja, in Verbund mit der Photovoltaik, sodass, sag ich mal, bei einem Speicher in der Größenordnung 5 bis 6 Kilowattstunden mit der Investitionshöhe hängt das auch zusammen, also so 2.000 bis 3.000 Euro. Sie liefern uns Zuschuss. Schöne Stichworte. Ja. Wo liege ich preislich eigentlich beim Speichersystem? Also ich kenne es auch noch ein bisschen. Ja. Früher lag man zwischen 25 und 4.000 Euro. Ja. Also für so ein 5,5 Kilowattstunde Speichersystem muss man ungefähr momentan, wenn es eine hochwertige Zelle ist, muss man ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro investieren. Ja. Also wenn man jetzt auf das Display guckt, schaut man ein bisschen hin wie die bei der Sendung mit der Maus. Ich glaube, Sie zeigen ja den Menschen auch das erste Mal, dass man Energie auch sichtbar machen kann, weil wir wissen ja alle gar nicht, was ist eine Kilowattstunde? Ja, das ist schon so. Also die Leute kriegen ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Also sie merken auch mal, was ist Energieverbrauch, ja? Was ist der Energieinhalt von einer Kilowattstunde und können das auch ein bisschen anders bewerten. Also die Leute werden schon energiebewusster sein. Wie intelligent ist jetzt das System heute eigentlich? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe Energie auf dem Dach und ich habe den Eigenverbrauch, den Direktverbrauch, ist alles kein
Problem. Ja. Werde ich jetzt, wie misst man das jetzt? Also ich sage, okay, ich mache jetzt die Waschmaschine an, aber der Speicher sollte eigentlich laden, ich habe den Direktverbrauch, wird dann gekoppelt oder nach welchen Kriterien entscheidet das System? Also da gibt es verschiedene Fahrweisen. In der Regel ist es so, dass der direkte Eigenverbrauch immer Vorrang hat, weil das ja die wertvollste Energie ist. Das heißt, ja, die Energie, die vom Dach kommt und direkt verbraucht wird, ja, ohne Wandlungsverluste, ist die wertvollste Energie. Und als zweites wird halt dann oft die Priorität gesetzt, den Speicher zu laden. Aber auch bei Lastspitzen zum Beispiel kann es sein, dass wenn die Leistung von der PV nicht ausreicht, dass dann die zuschüssige oder die Energie praktisch aus dem Speicher zugeführt wird. Ja. Also das sind sehr komplexe Regelungen, die da mittlerweile abgedeckt werden. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich brauche eine PV-Anlage und einen Speicher, wie muss das Verhältnis sein? Brauche ich jetzt eine ganze Scheune oder ein ganzes Hausdach für einen 5 kW Speicher? Nein, also wir haben ja recht kompakten Cube-Speicher, sage ich mal. Der hat die Abmessung, sage ich mal, so ein halber Kubik, sage ich mal, kann man mal rechnen, grob. Das ist schon relativ groß. Dann teilweise noch Wechselrichtung Peripheriegeräte. Also es passt schon in einen Haushaltsraum oder einen Technikraum heutzutage. Und wie groß muss die Anlage auf dem Dach sein? Ja, also da gibt es verschiedene Untersuchungen, auch eben vom Fraunhofer-Institut. Da gibt es so Untersuchungen, so eine Daumenregel für jetzt Süd- bis Südwest ausgerichtet und Südost ausgerichtet, so die 1:1 Auslegung. Das heißt, wenn ich so eine 5 Kilowattstunde Batterie habe, dann so 5 bis 6 kW Peak Photovoltaik auf dem Dach. Jetzt brauche ich Südausrichtung oder ist Ost-West besser? Weil im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Ja. Für den Akku ja nicht das Angenehmere. Ja, das ist schon so. Man kriegt eine gleichmäßige Ladung. Das heißt also, wenn im Osten die Sonne aufgeht, kriege ich ja praktisch erstmal die Morgensonne mit. Und dann, wenn sich die Mittagsspitze senkt, geht eigentlich im Osten schon wieder diese Leistung runter und habe dann im Westen praktisch die Leistung, die dazukommt, habe eine sehr gleichmäßige Speicherladung ohne diesen Mittagspeak. Ne? Und das ist schon eine interessante Sache. Jetzt verwenden Sie ja Lithium-Akkus. Jetzt hört man immer, wow, 20 Jahre. Hält eine Batterie wirklich 20 Jahre? Ich meine, Solarbranche ist dafür bekannt. Erst 10 Jahre, dann 20 Jahre Garantie. Und die Garantie war am Ende so viel wert wie das Unternehmen, weil sie gibt es heute ja meistens nicht mehr. Wie lange hält eine Batterie? Also es hängt einfach von mehreren Faktoren ab. Einmal die Grundqualität der Zellen, sagen wir, bei der Lithium. Da gibt es auch Unterschiede. Aber man kann schon ausgehen, also ich sage mal, ein realistischer Wert mit der Betrachtung der Kalendagenhaltung, also das Material altert ja auch, liegt in meinen Augen zwischen 5.000 und 7.000 Zyklen. Und alles, was darüber aus angeboten wird, würde ich jetzt nicht unbedingt gerade forcieren. Sind Sie noch ein bisschen ausgewichen? Wie lange halten Sie? Also ich würde sagen, realistisch zwischen 15 und 20 Jahre, wobei 20 für mich schon der Oberkante ist, einfach in Betrachtung des kalendarischen Alterung des Materials. Wir reden jetzt ja immer von der Autarkie. Wie autark kann ich mich wirklich machen in Deutschland? Also ich meine, wir sind nicht in Südspanien, wo 320 Tage lang die Sonne scheint, sondern ich habe ja doch so wie heute ein paar Wolken, ich habe mal Winter, ich habe Nebel. Wie weit schaffe ich es? Ja gut, also einmal haben wir den Eigenverbrauch, das ist das, was er direkt von der Photovoltaikanlage direkt verbraucht hat. Und wenn man es jetzt auf die Batterie betrachtet, vom Autarkiegrad, sagen wir, das ist ein Autarkiegrad rein aus der Batterie raus, hängt ab einfach von der Kapazität und vom Verbrauch. Mhm. Aber wenn ich es optimal abstimme, kann ich übers Jahr hin schon so 50 bis 60% ist doch realistisch ein Autarkiegrad aus der Batterie raus. Ja. Herr Michelberger, wenn ich mich jetzt für ein Eigenstromsystem interessiere, welches sind die drei wichtigsten Punkte, die ich beim Angebot abfragen sollte? Also beim Angebot, Sie müssen auf jeden Fall, was wichtig ist, dass Ihr Eigenstromverbrauch, also wie hoch ist Ihr eigener Stromverbrauch, das muss zugrunde gelegt werden, was betrachtet wird. Was wichtig ist natürlich auch, wie viel Platz haben Sie auf dem Dach für die PV-Leistung. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen aufs Budget drauf an. Und dann ist es wichtig, dass das alles miteinander halt abgestimmt wird. Ja. Herr Michelberger, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Liebe Zuschauer, und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Thema, das nicht so viel Spannung hat, aber spannend ist. Und zwar geht es um die neuesten Trends bei den Küchenplatten. Hier geht es von Keramik über Marmor bis hin zu ganz ausgefallenen Dingen. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Häufig werden Sie beim Kauf von Küchen unterschätzt, obwohl genau Sie einen großen Teil der Optik ausmachen. Die Rede ist von den Küchenarbeitsplatten. Die Auswahl ist riesig und reicht natürlich von robust bis zu ganz individuell. Claudia Zidorn und Quirin Patzke haben die neuesten Trends aufgespürt und sich erklären lassen, wo eigentlich die Unterschiede liegen.
Schon beim Fühlen zeigt sich hier der Unterschied. Die Arbeitsfläche sollte bei der Wahl der Küche nicht unterschätzt werden. Sie entscheidet unter anderem darüber, ob die Küche warm oder kalt, gemütlich oder modern wirkt. Und Arbeitsflächen müssen sich nicht nur gut anfühlen, sondern sich in der Küche auch vielen Herausforderungen stellen. Keramik gilt als das robusteste Material, ist aber auch das teuerste. Der Markt bietet daher heute für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel etwas. Also von der klassischen Arbeitsplatte spricht man ja dann, wenn der Untergrund einfach Spanplatte ist. Obendrauf kommt dann eine Schichtstoffoberfläche und die zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass sie ja nicht so extrem widerstandsfähig ist. Dann haben wir eine Glasarbeitsplatte. Glas sagt schon das Wort Glas aus. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Elementsteinplatte zu nehmen. Elementsteinplatte ist ein Naturprodukt, zeichnet sich durch immer gleichmäßige Farbgebung aus. Klassisch auch dazu ist das Naturprodukt Granit. Granit ist natürlich was für Individualisten, denn dieser Stein, der dann der Edelfeld drauf hat, den gibt es nur einmal. Ist ausgezeichnet dann auch durch die unterschiedlichen Muster, was wir da drin haben. Und dann gibt es zum Schluss noch die Platte aus Keramik. Keramik ist sehr, sehr widerstandsfähig und das ist für Menschen auch gedacht oder für Kunden auch gedacht, die sagen, nee, ich möchte eine Blauarbeitsplatte, die komplett pflegeleicht ist, ja, mit der ich auch drüber kratzen kann oder auch was verlieren kann, ohne dass irgendwas aufgesaugt wird. Bei der Wahl der Arbeitsplatte gilt es also vorab zu überlegen, wie die Verhältnisse zu Hause sind. Wird die Küche viel genutzt und stark beansprucht, dann eignen sich robuste und pflegeleichte Oberflächen wie Keramik oder preisgünstiger klassische Arbeitsflächen aus Spanplatten in Holz- oder Betonoptik. Sie sind pflegeleicht, dafür aber empfindlicher gegen Hitze und Kratzer. Arbeitsplatten haben aber nicht nur eine praktische Funktion, sie beeinflussen auch die Optik. Das Material und das Design sollten deshalb zur Kücheneinrichtung passen. Besonders beliebt und in vielen Ausführungen erhältlich, Granit. Granit ist natürlich ein Naturprodukt, welches die Küche sehr, sehr wertig macht. Bedeutet aber auch, dass sie natürlich auch ein bisschen pflegeintensiver ist. Kennen wir vielleicht auch vom Ledersofa her, einfach von Naturprodukten. Granit ist auch ein Produkt, das dann nur einmal gibt. Das bedeutet, wenn wir uns einen Stein anschauen, ein Muster, heißt es nicht, dass wirklich die Platte nach dem Muster daran kommt, sondern die Natur produziert es ja individuell, so wie jeder Einzelne von uns auch individuell ist. Individualität hat aber auch ihren Preis. Für eine Arbeitsplatte aus Granit muss man mit rund 250 Euro pro Meter rechnen. Der Preis kann also ausschlaggebend sein. Wichtig ist am Ende aber, dass die Arbeitsfläche gefällt und sich die Entscheidung gut anfühlt. Falls Sie jetzt gerade eine Küche kaufen wollen, denken Sie daran, die Arbeitsplatte ist von entscheidender Bedeutung. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und das sind unsere Themen kommende Woche. Farbe per Mausklick. Schon bevor Sie den Pinsel schwingen, können Sie checken, wie sich die neue Farbe in Ihrer Wohnung macht. Auch Außenfassaden und Möbel lassen sich per Mausklick anstreichen. Ruhiges Wohnen. Stille in den eigenen vier Wänden. Möglichst ohne Lärm von außen und schon mal gar nicht von den Nachbarn. Wir zeigen Ihnen, wie der optimale Lärm- und Schallschutz aussieht, damit Sie zu Hause Ihre Ruhe haben. Bauen und Wohnen am Montag, 22. August um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.